Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, es ist Dienstagnachmittag, noch wärmer als gestern. Und wir sind aber trotzdem im Stardew Valley. Da ist dann jetzt nämlich dann auch bald Sommer. Ja, ne? Ja. Und dann beenden wir hier diese Pause und dann legen wir doch gleich mal los. Warte, bevor du... Ich Was? Muss meinen Controller ja, aufwecken. Ja, weil es gab ja, doch das Ding... dass der dann auf einmal dann aus dem Spiel rausgeht. Ja, ja, genau. So, groß. Ah ja, genau, heute ist der letzte Frühlingstag. Heute ist der letzte Frühlingstag, genau. Und noch gucken, weil der Blumenkohl müssten wir eigentlich alles eingesammelt haben. Königin der Soßen, was haben wir denn? Ach, Post. Glücksmahlzeit. Die kenne ich aber auch schon. Wow. Von George habe ich 35 Steine gekriegt. Was ist mit dem Frühling passiert? Es ist schon vorbei. Der Blick von hier. Yeah. Oh mein Gott. Wir sollten diesen Sommer zum Strand gehen. Ja. Aber erst wenn es Sommer ist. Und jetzt schmeißt einmal das Kind. Einmal das Kind durch die Gegend werfen. Und noch höher das Kind. Hallo. Nochmal. 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 Oh Gott. Okay. Ah, ich habe beim letzten Mal die Rex komplett. Ja, genau. Das heißt, ich sollte da vielleicht mal... Du könntest mal... dann nachher zur... Oh Gott, Stau. Ach du. Ich glaube, du musst mal was einsammeln. Und dann geht's. Ah ja. Ja, könnte ich jetzt bitte das... Ich möchte doch einfach nur... War ich hier oben nicht schon und hab eingesammelt? 44! So viel Pressen haben wir nicht. Hey. Ja, du kannst ja aber, weil sich ein Teil... Ich tu mal das hier erstmal da rein. Ja, weil ich wollte auch jetzt erstmal wissen... was man doch kriegt. Ach so. Ja, die Gilde hat ja aber noch ein bisschen. Ja, aber ich hab doch den Schlüssel. Ach so, du hast ja den Schlüssel, du kannst ja immer rein, ne? Und der Rampelmann sitzt ja in seinem Schaukelstuhl. Das stimmt wohl, ja. So, wie weit ist der denn? Ah ja, der müsste nochmal um eins verbessert werden. Soll ich das vielleicht auf demselben... Willst du das auf demselben Weg machen? Die Frage ist, haben wir genug Holz? Holz wird, glaube ich, ein Problem, glaube ich, geben wir. Stein nicht. Stein? Nee, Stein haben wir genug. Ich habe ja auch eben gerade 35 Steine von George bekommen. Dann gucke ich doch, dass ich meine Axt mitnehme. Falls ich doch noch Holz brauche. Dann da ein paar... Heu, Fasern. Thank you.
Ich schenke mal 500. Ja, müssten eigentlich reichen. So, Toru. Nicht noch einen normalen Stall, sondern den Luxusstall. Wir haben ja. Naja. Ah, warte mal. Also ich habe beim letzten Mal habe ich doch frisch Sternfrucht angebaut, glaube ich, ne? Ich glaube. Dürften nicht so besonders groß sein. Ja. Die sind tatsächlich nicht so besonders groß. Aber... Ja, wer ist denn da? Hallo. Hallo Sie? Emin, ich habe einen speziellen Totem benutzt, der von unserem Zauberer hergestellt wurde, um hierher zu teleportieren. So. Ja, und das weiter? Ist aber... Mehr hast du nicht zu sagen, ja, danke. Ah, nochmal. Ich hab vergessen, was nachzugucken. Zöger nicht zu fragen, wenn du meinen Bogen brauchst. Ja, das sieht aus, als wären die Übersetzungsgeschichten jetzt besser. Was fehlt denn eigentlich noch? Ja, die Rex sind. Die Schlangen sind nur noch das einzigste. Oh, guck mal, wie viele ich noch. Nur noch 16. Oh, ich muss. Das, Ah, das ist für. Für die Rex. Mann, Leute. Also was Besseres habt ihr nicht? Offensichtlich. Ich möchte so ein Explosiv Ring haben. Weißt du? Mhm. Ich suche diesen einen Ring. Vielleicht ist der tatsächlich dann, wenn du die Schlangen fertig hast. Den hätte ich früher anfangen sollen. Jetzt haben wir nur noch 10 Holz. Aber ich denke mal, wir brauchen jetzt erstmal nichts mehr. Wenn nicht, dann roden wir halt den ganzen Wald. Da. Chup, chup, chup. So. Tschüss. Hier noch alles einsammeln, was hier sonst so rumliegt. Die hier. Aber das wird sich jetzt nicht mehr rentieren, glaube ich. Jetzt noch in die Wüste zu fahren. Wieso ist das? Wenn du jetzt hier erstmal Dinge tun musst und so weiter. Also das Museum ist komplett, ne? Ja, Museum haben wir komplett jetzt. War jetzt alles. Gefunden. Die Axt brauche ich gerade nicht und das da auch gerade nicht. Weil ich gehe jetzt nicht in Rüstung. Ah, warte mal. Was ich natürlich machen könnte, wäre einen Totem mitzunehmen. Für den Hof. Für den Hof. Damit wieder. Ich mich dann nachher einfach. Einfach dann kann ich länger drin bleiben. Ja, genau. Na komm, bringen wir. Bin ich auch ein bisschen flotter unterwegs. Musst du auch noch was machen? Ja, mit Sicherheit, aber. Wo kann ich denn. Für die Schlangen ist eigentlich egal. Die tauchen ja überall auf. Deswegen, also, es ist ja... Ja, wenn sie dann mal auftauchen. Wenn sie denn dann mal auftauchen, genau, aber... Mach ich jetzt wieder zurück.
Ja, eine Schlacht. Das ist schon die zweite heute. Boah. Mhm. Ja, dann. Der Wahnsinn. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Die zwei Steine. Und noch. Dahin. Oh, guck mal, eine Kiste. Oh, eine Kiste. Mega Bomben. Wenn ich mit dem Rücken. Mir ist das nicht aufgefallen, dass ich mit dem Rücken zu der Schlange stehe, ne? Ja, das ist natürlich schon unpraktisch. So, wer hat denn. Ah, die wo haben die alle noch nix. Ja, dann. Kann ich ja. Bisschen Dinge verteilen. Für Leute, die ich sehe. Gehen wir doch einfach in den Saloon. Einfach so. Ja. So. Mani. Da. Ein Diamant. Goss kriegt auch einen Diamant. Die Pam kriegt wieder eine Kaktusfrucht. Was will denn Dingensbums? Was? Wer? Dingensbums hier, Elliot. Entenfedern. Ja, oder ich Granatapfel. Hab ich auch nicht. Oh, guck mal, Dino. Chili, Chili habe ich auch nicht dabei. Okay. Ich hatte gehofft, dass Willi vielleicht auch noch da ist, dann hätte ich ihm auch noch einen Diamant an den Kopf geworfen. Bup, bup, bup. So eine Invasion wäre mal wieder schön. Ledermäuse. Tja. Das ist halt alles Zufall, ne? Wann die auftauchen. Ja, ziemlich. Haben wir, achso, Saatkauf können wir jetzt, müssen wir sowieso am nächsten Tag. Sommersaat. Was ist das dann? Melone, ne? Melone. Ja. Wenn wir dann alle Rezepte mal kochen wollen, dann müssen wir halt auch mal Sachen anbauen. Das, was wir dann dafür brauchen, ne? Es war wirklich erfolgreich, gerade mit den Schlangen. So, weiß nicht, maximal 6 Stück oder so. Okay, das ist tatsächlich nicht so besonders viel, aber. Hatte ich beim letzten Mal, hatte ich. Hattest du da ein bisschen mehr Glück, ne? Da warst du aber auch etwas früher, glaube ich, dann dort. Du bist ja dann auch schon ziemlich früh hin. Da mache ich mich gleich aus dem Staub. Weil ich Gott, mein letzter Köder wurde verwendet. Hier kommt sowieso keiner mehr. Tschüss. So, wie sieht's aus? Krieg ich den Fisch noch oder nicht? Nö. Ist ja auch kein Fisch, ist eine CD.
Na gut, muss ich beim nächsten Mal einräumen. Plus. Hast auch noch sicher ins Bett geschafft. Sehr sicher. Tja, dann. Sommer. Genau. Wer? Du gehst Dings holen? Start? Wahrscheinlich. Dann. Hey Doda, es ist der erste und geschäftigste Tag der Saison. Viel Glück heute. Ich bekomme sehr leicht Sonnenbrand, also muss ich diese Jahreszeit vorsichtig sein. Ich werde heute Abend das Abendessen machen, keine Sorge. Okay. Wo ist das Kind? Es krabbelt wahrscheinlich da jetzt irgendwo rum. Oh, Kacke. Kind? Hallo? Oh mein Gott, bist du... Oh Mann. Das kommt davon, wenn man keinen Hochstuhl hat, wo man das mal reinsetzen kann. Okay, Arnold. Ich bin ja praktisch voll hier. Ich muss aber trotzdem die Sachen hier erstmal... Ja, ja, mach du erstmal. Nee, wir haben den ganzen Tag Zeit. Also, fast. Na doch, die Bomben lasse ich mal einstecken. Ach, die... Batterien, das kommt dahin. Das kommt da rein. Bis man mal durch die Kisten sortiert ist. Ja, ne? Oh, bloß nicht. Ja, einfach auflassen. Warte, die Axt nehme ich auch mal mit. Ja, falls irgendwo dann wie auch. Wie viel mit. Haben wir denn? Wir haben noch 148. Es wird nur wieder zur Hälfte oder sowas reichen. Für das kleinere Feld? Ja, vielleicht. Soll ich die dann schon mal mitnehmen? Ja, kannst du ja schon mal mitnehmen. Wir müssten uns das mal irgendwo aufschreiben. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. 18 mal 8 sind 144. Was, dann hättest du ja die tatsächlich nehmen können. Hätte ich die dann tatsächlich nehmen können. Die hast du jetzt dabei, ne? Ja. Okay. Macht nichts. Kannst ja schon mal gießen. Genau, eben. Ich wollte gerade sagen. Du hast ja immerhin eine bodenlose... Ja. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 323. Rotkohl wäre auch. Wo sind denn jetzt die Melonen hin? Da oben. So kann ich auch besser gucken. Wie viel soll ich denn holen? Ach, hol mal so 400 oder sowas. Dann haben wir auch. 400? Ja, oder kannst nach 500, dann müssten wir auf der sicheren Seite sein, dass wir alles auch zweimal anbauen können. Ich müsste mal unten drunter irgendwie Dünger. Meinst du, damit es schneller geht? Soll ich aber mal gucken, was wir düngermäßig haben? Ob wir überhaupt genug Dünger da haben? Manchmal hatten wir ja schon Dings. Das ist nur die Saat. Hier ist Dünger. Ja, das rentiert sich irgendwie nicht so richtig, ne? Nee. 10, 1 Deluxe-Dünger, Deluxe-Hydro-Dünger. Ja, wenn dann sind dann diese geschwind, aber davon haben wir nur 16. Ja.
Ich meine, klar, die kann man noch, glaube ich, selber machen, aber nee. Noch nicht. Damit ich beschäftigen mal. Wir uns später. Will ich mal gucken. Sogar den Luxusgeschwink. Komm mal, Eichenharz und Korallen. Und bei dem anderen ist es Kiefernteer und Venusmuschel. Da kommen immer 5 raus. Mhm. Wir haben aber wahrscheinlich nicht genug Venusmuscheln. Das Kiefernteer ist kein Problem, aber... Der... Weil, ja, Kiefernteer hätten wir 50. Aber Venusmuscheln... haben wir 3. Und in der anderen tatsächlich nur? Ja. Oh, jetzt sind die dann überall hingegangen. Ja, wahrscheinlich sind die alle verkauft worden. Die sind nicht halt. Oder die. Weiß ich, die Fische, die das haben wollen. Apropos Fische wollen. Will da jemand was? Ja. Die sind alle. Zufrieden. Das tun wir mal weg hier. Dann füllen wir mal noch ein bisschen auf. Das lassen wir auch mal. Ich könnte mal bei den Schleimen vorbeigucken. Ah, hier unten. Omnigioden und 6 Hydro-Deluxe-Böden. Ah, lauter bunte. Schleimchen. So. Map. Ah, hier könnte ich aber mal ein bisschen Platz schaffen hier. Ah, es ist doch wieder Montag. Ah, ja, okay, ich könnte mal gucken. Auf die Insel. Dann gehe ich da mal schnell rüber. Habe ich hier alles jetzt verteilt? Das sieht mal gut danach aus, ja. Mhm. Ja. Dann gucke ich gleich mal an der Tafel vorbei. Ob da was Interessantes dabei ist? Hallo, ich suche einen großen Haufen Käferdärme. Je saftiger, desto besser. Zumindest scheinen die Krebse das zu mögen. 100 Stück sollten ausreichend sein. Ich habe eine Idee. Es ist eine Menge Müll im Wasser. Warum fischen wir nicht ein bisschen heraus, um das Tal zu verschönern? Ah, schon wieder so ein Mist. Na gut, Müllangeln. 7 Tage haben wir dafür aber Zeit. Die haben wir ja beim letzten Mal verkackt. Ja. Sammle 20 Abfallstücke ein und werfe den Müll in die Recyclingtonne hinter dem Bahnsteig. Also 20 Müll einsammeln und dann, ja. Ah, guck mal, Schädelhöhle 100. Wieder in die Schädelhöhle, in die Ebene 100 fahren. Und Kiste. Wirklich. Ja, das ist voll die Herausforderung. Ja, das ist halt, wenn man halt den Fahrstuhl hat, das ist halt eine Mod. Die ist normalerweise, gibt's den Fahrstuhl nicht und dann muss man sich tatsächlich da runterkämpfen. Muss ja sowieso, eigentlich würde ich da gerne auch nochmal hin wegen den restlichen Schlangen. Vielleicht sind ja dann mehr unterwegs. Ja. Erstmal die Melonen setzen. Ja. Pflanzen. Oder? Ja, ich guck, dass ich hier noch aufräume, nicht, dass er wie beim letzten Mal dann plötzlich hier. Und du kannst dich ja schon mal um ein bisschen Müll kümmern dann auf dem Hof. Ja, ja, klar, dann gehe ich angeln. Und die Reusen. Ach, da ist bestimmt auch Müll mit drin. Das gilt ja dann auch, oder? Ja, natürlich. Ah, doch. Ein bisschen Müll. Ja. Nein, ich will das da mitnehmen, so.
Da. Bin ich ja schon wieder so spät dran. Ja, das ist ja was auch der, weil es der erste. Na, ich. So. Weil es der erste Tag in der Saison ist, deswegen ist das ja dann immer ein bisschen. Achso, stimmt, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Brauchen wir immer ein bisschen mehr Zeit. Ich habe mir wieder ein Totem mitgenommen. Na, Tang, das ist allerdings kein Müll. Glaub nicht. Das ist auch kein Müll hier. Langen! Bitte kommen! Ich bin da! Oh, hier ist ein Loch. Ah, oh, da ist ein Dino. Hm. 9 Ebenen. Eine Kiste und ein roter Cowboyhut. Den hatten wir ja noch gar nicht. Na, Fisch. Oh, ein Hecht. Mhm. Und der Hecht hat. Achso, weil ich kein Dings dabei habe. Okay. Was? Ja, ich habe. Mein Inventar ist so voll, deswegen habe ich den jetzt sozusagen in der Kiste. Ja, aber dann. Weißt du was, dann machen wir erst hier noch leer. Noch jemand? Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen, das verkaufen und das, das. Den Hecht, den hier. Ah! Der Rest kann. Ich glaub, jetzt hast du es. Hier Stein, Holz, Fasern. Kohle. Das ist 2 Treibholz. Und wie viel hast du schon? 2. Also das, was ich aus der Reuse geholt habe, zählt auch. CD oder sowas wäre auch dann. Ja, wenn man Müll braucht, dann. Ja, dann gibt's nur Fische und so weiter. Ne? Und die sammeln wir dann wieder in dieser einen Kiste, die wir ja schon. Ne? Den Müll müssen wir auch abgeben. Ja, also genau, in der. Genau. Ja, ich weiß. Der muss dann in die Mülltonne am Bahnhof. Das ist der, ja. Müll! Haben wir schon 3. Ach, ist schon wieder noch spät. Ja. Beta. Oh, ein Apfelsetzling. Aber
gut, dann. Da, Tang. Oh, warte mal, ich. Haben wir irgendwo eine leere Kiste, wo ich den ganzen Kram reinschmeißen kann, damit jemand auf die Idee kommt, die Sachen. Ah, warte mal, hier. Wir, ja, hatten wir doch in der obersten hier, in der. Ah, ja, genau. Haben wir doch schon Müll gesammelt. Oh. Ja, ach, das reicht doch locker. Muss den Tag auch voll nutzen. Auf die letzte Sekunde. Ja. Und 1000 Gold haben wir. Ja, immerhin, ne? So mit ein paar Fischen und ein bisschen Kram, was du gefunden hast. Robus, guten Morgen. Ich dachte immer, ich würde mein ganzes Leben alleine sein. Ich bin glücklich, dass wir uns gefunden haben. Alban. Ich bin Alban und wer bist du? Ganz genau, so sieht's aus. Reibst du da? Hm. Ja. So, also Reusen gucken. Ah, mehr Müll. Acht Stück habe ich schon gesammelt. Jetzt, weil in der Reuse war Kram drin. Weiß nicht, ich könnte auch mal sich an den Bergsee gehen und so weiter gucken oder an den Fluss. Weiß nicht, ob da mehr Müll ist. Irgendwann. Wir haben jetzt 100 Störleisch. Weißt du, wie lange das dauert? Du meinst, bist du denn. Wie viele Fässer ich brauche? Alle. Ritze. Hat heute jemand Geburtstag? Oder? Ja. Muschel. So, noch einmal probier's hier und dann reite ich in die Stadt. So, dem einen muss ich. Wir haben nicht so viele Schnecken. Was mag denn der Dingsbums, der Wind? Zettel ist weggeflogen. Oh. Schon wie gut, dass ich den Zettel habe mit Vincent drauf. Tja, das ist natürlich dann schon praktisch. Schießen wir mal los hier. Vielleicht kommt mir die. Achso, es ist Dienstag. Ich weiß nicht. Da ist die Pam bestimmt auf dem. Am Strand oder so. Leute. Ich bin doch mit dem Pferd unterwegs. Eben mal alles im Weg sitzen muss und so weiter. So. Wobei, ich könnte eigentlich anders.
mit des Zeugs, was ich einstecken habe, schon mal wegschmeißen. Den Müll. Hinterm Bahnsteig, genau. Nicht, dass ich auf die Idee komme, es irgendwo anders hinzuschmeißen. Mach mal Feensaat. Ja, ist ja auch ein großes Fragezeichen dran. Im Herbst. Ja, gut, dann habe ich jetzt halt eher nur 5 abgegeben, aber weil ich den anderen Kram in die Kiste habe, aber ist nicht so das Problem. Linus. Linus kriegt jetzt einen Mondmuffin. Und dann angeln wir jetzt ein bisschen. Ah, du kommst in die Ecke nicht dran. Okay. Ah, no. Ja. Das baue ich aber jetzt nicht ab. Ja, das macht ja nichts. Was war das jetzt? Rotkohl oder was? Oder was hast du denn? Feenrosen, Jazz. Ah, okay. Weil mit denen soll man eigentlich auch sich ganz gut anfreunden. Mit den Kiddies. Ja, weil die dann einem wissen noch. Ah. Und zwar im Frühling. Achso, ja, Frühling. Ja, bis dahin habe ich ja noch Zeit. Ja, ne? Mich dann mit denen anzufreunden. Habe ich gedacht, dass es hier ein bisschen schneller geht. Und natürlich fange ich hier auch nur Fische. Feenrosen haben wir überhaupt gar nicht. Doch, in irgendeiner Kiste sind Feenrosen drin. In der anderen rosanen, glaube ich. Okay, ne. Ja, Entschuldigung, das, ich wusste nur, dass da viele, viele Blümchen drin sind. Ach, Weintrauben. Meine Schierwelsche. Ah, jetzt zier dich nicht. Mag die denn noch irgendwas anderes? Oh, pinke Torte und Plumpudding. Rampudding oder so. So welchen im... Das weiß ich nicht. Muss mal gucken. Bananen. Mohnmuffin. Eigentlich mal gießen müssen. Und was? Die Feenrosen. Ach so. Aber ich komme jetzt nicht dazu. Das heißt, du musst das machen. Ich muss das machen. Wo stehen die denn? Ja, bei mir drin. Ach so. Die Reusen hast du schon gemacht, ne? Ja. Die Abigail guckt mir beim Angeln zu. Da auch, ne? Ja. Ah, nur noch 6 Müll, den wir abgeben müssen. Ah, dann müssen wir halt ein bisschen mehr rumangeln.
Ich glaube, ich muss in der Stadt angeln oder sowas oder irgendwie an dem, weiß nicht, vielleicht auch an diesen kleinen Teich bei uns auf dem Hof oder so, keine Ahnung. Wo hält sich denn der Vincent auf? Gute Frage. Ach, vielleicht zu Hause. Um die Uhrzeit könnte das ja schon der Fall sein. Das ist er nicht, da oben ist er doch. Oh, vielen, vielen Dank, das ist grandios. Mama lässt mich heute nichts mehr süßes Mädchen. Oh Gott. Ah ja. Deswegen habe ich dir ja jetzt auch meinen Raum gebracht. Aber das ist ja auch, denke ich, was anderes. Ja, Weintrauben, die sind zwar süß, aber es ist vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Zuckersachen oder so. Ach ja. Dieses Rumgezappel. Oh, Amethysten. Jetzt ist die Abigail nicht da. Wilde Köder. Das ist kein Müll. Nee, ich glaube, grüne Algen zählen nicht. Wieder ein Fisch. Bestimmt ein Kaulbarsch. Also. Ach ne, eine Brasse. Ja. Noch ein Hecht. Wo kommt denn der Pierre her? Das ist Diese. Müll, glaube ich. Georgia Cola. Ja, gilt als Müll, soweit ich weiß. Erkennt. Ist hier anscheinend auch. Achtet, passt Nee, auf. gilt nicht. Ich hatte vorhin auch schon 8. Das heißt, die Georgia Cola gilt nicht als Müll. Dann kann Wahrscheinlich das ja dann nicht halt so schlecht sein. Mülltreibholz und naja, gut, mit Hilfe von den Reusen geht's ja dann Ja. doch, dass man Vielleicht dann müsste man dann hier auch mal reusen. meinst du, dass man ein paar mehr. Verteilen, weiß nicht, am Meer und hier in der Stadt, im Berg, also im Bergsee. Dann verkaufen wir doch mal einfach mal diese Fischis hier. Wieso denn? Vielleicht brauchen wir die ja irgendwann zum Kochen. Ach so, ja, okay. Jetzt sind sie verkauft, aber dann weiß ich für die nächsten. So wie mit dem Honig. Ja, das Pippe. Also. Ja, hier ist schon alles voll. Ja, Wir aber da sollten kann uns ich. dafür auch noch mal eine separate Kiste Nein, nicht machen. der Ding ist, aber da kann ich doch die hier reinlegen, da, die Muschel. Der Mupfel. Ach, weil die Kiste hier zu nicht zu ist. Weil wir Geh mal wahrscheinlich. hin und guck mal, ob du die nochmal auf und nochmal zumachen kannst, weil ich kann sie weder auf noch zumachen. Jetzt ist sie zu. Jetzt könntest du die Dings nehmen. Die war irgendwie von uns beiden geöffnet oder so.
Mach ich jetzt auch blau. Wieder ein Fisch. Ich habe auch den wilden Köder drin, ja, ne? Noch eine Prasse. Und eine Geode. Dann schmeißen wir die Prasse da hier rein. Haben wir denn eigentlich die Georgia Cola? Wahrscheinlich im Kühlschrank, ne? Unter Umständen, ja. Du bist ja immer noch wach. Ja. Muss bestimmt gestillt werden oder so. Also gegossen habe ich jetzt bei dir auch nicht. Da muss ich das halt jetzt am nächsten Tag machen. Morgen hat Jess Geburtstag. Das ist der perfekte Tag, um sich einzuschleimen. Juhu, du bist endlich wach. Hast du Lust auf etwas zum Frühstück? Heute gibt es so viele Unkräuter im Weinberg zu entfernen. Ja. Und was soll mir das jetzt sagen, dass du mir daraus Frühstück machen willst? So. So, dann gieße ich bei dir mal die Gieß alles. Ist das in Ordnung? Ja. Und auch im Fußboden. Und das Kindern sehe ich wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Wurde gerade mitgeduscht. Kannst du auch mal Hallo sagen. Tag. Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. Punkt. Ah. Okay. Tschüss. So, dann gucken wir doch mal, was die Preußen. Ich wollte jetzt eigentlich einen Kühlschrank. Wenn du. Nein, jetzt kommen wir nicht schon wieder so. Ja, mal. Ich halt den Kühlschrank. Ein Müll. Zwei Müll. Drei Müll. Müssten wir 11 haben. Ja. Oh! Hier sind ja auch noch Reusen. Sag mal, 12 Müll. Und eine Schnecke. Ja, die Schnecke bitte aufheben. Hm? Bin ich irgendwie so blind? Was brauchen wir denn für die Reusen? Oh. Holz. Ah. Wer konnte denn das ahnen? Ah, warte mal. Ich muss hier erstmal noch ein bisschen aufräumen. Aber ich könnte hier doch ein paar schon mal vielleicht mitnehmen. Du kannst noch ein paar. Entweder nimmst du da noch welche mit, doch, oder? Vier bleiben hier und drei packe ich irgendwie in die Stadt. Hier haben wir keinen Platz für den Gotteslachs. Aber da die Schnecke kann da rein. Die Muschel kann nebendran. Hier, hab da tun wir die schon auch rein. Irgendwas geschenkt die Woche? Ja. Juhu! Und wo ist bitte Jess? Mal keiner da. Die ist vielleicht da irgendwo am. Da ist doch die Schaukel da vielleicht. Ja, meinst du, die ist da oder ist die mit den in der Bibliothek? Ja, das kann natürlich auch oder sein. Oder im Museum, meine ich. Ja. Also. Ah, ja. Guck mal, wer da 12. ist. Wow, danke dir.
So, was wollte ich jetzt machen? Dann kann doch der Vincent auch nicht weit weg sein, oder? Oder kommt der noch? Er kann natürlich noch. Ah, er ist schon da. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist grandios. Fräulein Penny sagt, dass ich dieses Buch lesen muss, bevor ich draußen spielen darf. Fräulein Penny sagt immer noch, dass ich dieses Buch lesen muss, bevor ich draußen spielen darf. Und wenn ich mit ihr rede, dann kann ich nicht zu Ende lesen. Also hör auf! Hallo Gunda. Tschüss Gunda. Hallo. Tschüss. Grünalge. Oh ja, yeah. Das habe ich besonders gern. Der Sam will auch. Hi, du nimmst dir den Tag frei. Sieh so aus. Glaube nicht. Du machst Angelurlaub. Wer hätte gedacht, dass das ein Fisch ist? Ja. Dann, wenn man Fische angeln. Ja, dann kriegt man nur den ganzen Müll, ne? Aber. Vielleicht ist es auch an der großen Brücke. Dieser langen. Okay. Da habe ich auch schon Müll geangelt. Ja, dann. Oder willst du dahin? Hier liegt Müll. Ist hier bestimmt auch Müll. Dann gucken wir doch mal. Achso, jetzt war ich noch gar nicht bei der Gilde. Tja. Dann könnte ich auch dort dann weiter angeln. Setzt du dich jetzt aufs Herd? Warte. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Oh, warte. Bitte, fahr nicht weg. Ist das dann wieder. Ist das dann so ein Welpen? Perfekt. Was? Lassen Sie alles fallen. Zappelfisch. Ich weiß gar nicht, was man hier machen muss. Muss man hier überhaupt was machen? Oh, Holz, 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 Holz. Ja. Noch mehr Holz, Holz. Butterfisch. Butterbadefische. Ja. Okay, gut. Wer ist hier drin? Eine Kuh. Ich rette euch. Haben Sie was zu essen? Noch irgendwas Interessantes? Nein. Wow. Ah, jetzt kann ich ganz entspannt bei der Gilde vorbei. Genau. Ich angel nur Fische. Eine L-Ritze, aber okay, das ist ja. So. Bin da. Ja, wenn du einen Gegner besiegst, explodiert er. Ja. Das ist genau. Der Ring, den du noch gesucht hast. Ich habe zuerst nicht viel von dir gehalten, aber du hast dich als fähiger Abenteurer erwiesen. Ich habe zuerst nicht viel von dir gehalten, was ich im Prinzip immer noch nicht. Aber du hast dich als fähiger Abenteurer erwiesen. Wenn du nicht gleich aufhörst, mit mir zu reden, Mann, dann jump ich aus meinem Stuhl. Willst du auch mit mir reden? Das Tal hat sich seit meinem ersten Besuch sehr verändert. Ja, yeah, Müll. Ich vermisse ein wenig die frühen Tage. Die meisten Veränderungen sind gut. Was? Ja, okay. Wie dem auch sei. Wieder für die Dingsbombs. Ja.
hol dir deine Belohnung bei Dingsbums ab. Okay. Entschuldigung. Nein. War ja eh kein Müll. Stimmt. Aber du hast die Kiste eingesammelt. Ja, na, was ist da drin? Müll. Ein Stück, was weiß ich, Kohle und dann Köder oder so. Du darfst die Dings nicht treffen. Ja, ich wollte jetzt sowieso gucken. Also Vincent habe ich 2 Geschenke gemacht und Jazz habe ich Zeit für, also noch, dass ich ihr morgen am Geburtstag was geben kann. Gut. Und dann im nächsten Jahr kann ich dann im Frühjahr endlich vielleicht was lernen, wenn ich bis dahin gut die Beziehungen aufgebaut habe. Ja, ist ja gut, Fisch. Ich habe ja bis dahin noch ein paar hunderttausend Schnecken eingesammelt. Ach, go on, wilden Fisch. Wie lange haben wir denn noch Zeit für den Müll? Wer ist erst Mittwoch? Ich glaube, du hast montags das angenommen. Also haben wir da noch ein paar Tage Zeit, glaube ich. Noch 5 Tage haben wir. Wir haben jetzt 13 Müll. Aber ich angel irgendwie keinen Müll. Und der redet, dass wir den sauberer machen sollen. Auch Alzheimer. Vielleicht mit seiner Mülltonne verwechselt der Linus. Doch, ne, richtig. Mhm. Ja. Er erzählt da so, hier, lass uns den Müll oder noch sauberer machen. Ja. Na gut, da geht schon noch was. Aber das meiste, was wir jetzt rausgeangelt haben, sind Fische. Ja. Das heißt, wir haben jetzt 19 Müll abgegeben. Also müssen wir nur noch ein Müllstück abgeben und den Rest... Da bin ich mal gespannt, ob wir da auch irgendwie so eine Katze hin... Vielleicht. So, dann gucken wir doch mal hier, haben wir ein bisschen Algen. Haben wir hier schon was drin? Ja, ne, Hecht, der ist Goldstern, den kann ich da nicht reinpacken. Bup, bup, bup. Okay, dann kommt der Rest. Die andere Kiste. So, 5 Hechte, ein guter Fisch, ein Welpenfisch, Regenbogenforelle. Gotteslachs, Elritze, getrockneter Seestern ist ein Artefakt. Ja, das kann da rein. Der Erdkristall nehmen wir auf, der kommt hier mit rein. Da kommt hier rein. Die kommen da drauf. Sofort ein Fisch geangelt. Ich hätte auch die Köder jetzt nicht da dran schmeißen müssen. Ich habe ja tatsächlich mal, dass meine Energie
orangenen Bereich ist. Treibholz. Letzter Köder verbraucht, okay. Komm. Doch noch ein Fisch. Noch ein Hecht. Sag mal. Im Moment Hechtsaison. Ach ne, ich spiele lieber jetzt ins Bett. Ja, ist besser vielleicht. Du hast deine Gießkanne ja dann. Ja, ich hab mir die dann mal gefüllt. Ja. Hey, guten Morgen. Hast du heute etwas Spaßiges vor? Ja, oh. Klingt wichtig. Ja. Noch 5 Müll. Aber wo laufe ich denn hin? Der Teich ist doch auf der Seite. Ah, okay. Was hast du gemacht? Nix. Aber ich wollte eigentlich die Reusen... Inventar voll. Wollte die Reusen leeren und habe aber dafür meine Gießkanne aufgefüllt. Was haben wir denn hier? Die kann ich hier lassen, das kann ich hier lassen. Den kann ich hier lassen. Oh, was haben wir denn hier? So, die hätte ich auf der anderen Seite lassen können. Den und den. Ja. Ja, noch 5. Sind Jess noch zu Hause? Ah, ich kann in ihr Zimmer. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ich liebe dich. Oh, Penny bringt mir bei, wie man in Schreibschrift schreibt. Sie hat so eine schöne Handschrift. Ist auch bequem. Rotbarbe.
Mist. War der Fisch schneller als der Schatz. Wow, wow, Fisch, Fisch, Moment mal hier, hallo, das, Das war wahrscheinlich der Obermüllfisch. Ich wurde von meinem Meister in den magischen Künsten ausgebildet. Du zeigst wirklich großes Potenzial. Buntbarsch. Ein Buntbarsch. Und Köder. Muss auch sofort. Ich komme. Schön, wenn ihr mal ein Ei oder sowas fallen lassen würde. Oh, perfekt. Kann ich mich ja direkt nach Hause teleportieren, ja. Oh mein Gott, muss schon wieder sammeln gehen. Für was? Bei den Tieren. So. Hast du die Reusen in der Stadt hast du nicht? Nee, noch nicht. Überprüf. Könnten wir schon fast fertig sein und dann. Ich habe ja auch noch keinen Müll eingesammelt jetzt heute. Also keinen aus der beim Angeln. Was du die hin? Hier hinten beim. Da. Ja. Sechzehn, also immer noch vier.
guck mal, ob ich im... in dem Waldsee vielleicht was finde. Was weg, Jazz? Überhaupt gar kein Gras mehr. Was mit dir? Soll jetzt Zeit, yay, nach Hause zu gehen? Noch drei. Überall Hechte, egal wo ich angeln gehe, Hecht. Tülü. Ja, Müll. Komm, noch ein Müll. Irgendein Müll. Müll, Müll. Grünalge. Na? Eine alte Zeitung. Oder noch eine CD. Eine Brille. Die jemand beim Schwimmen verloren hat. Soll ich die in Fasern verbrauchen? Wenn du willst, klar, warum nicht? Ah, es sind nur 28 Gras. Ich glaube, ich musste bei denen mal das Tor zumachen, damit die das mal stehen lassen. Weil da ein Kauhölzchen dabei war. Mhm. Ja. Noch zwei Müll. Ich denke, die kriegen wir am nächsten Tag noch hin. Spätestens dann aus der... Park mal deinen Pony oben hier. Echt das. Oh, Schnecke, Hummer. Er kommt auf die andere Seite. Tank, Grün, also die hier. Ein neues Küken ist geschlüpft. Warum lachst du? Das sind ja nur ein paar Eier. Eine Miesmuschel. Das ist allerdings auch kein Müll. Eine Brille. Und komm. Noch was. Ist noch nicht zu Ende. Tang. Ich
Also. Fix. Andere Tang. Ich glaube, mein Inventar ist voll. Oh, nee. Ziemlich. Wahrscheinlich ein Silber. Silberstück. Ja, doch. Tatsächlich. Och man, Leute. Okay, warte mal. Nee, kann nicht. Dann brauche ich erst gar nicht bei den Enten rein. Ein neues Entenküken ist geschlüpft. Schon vor. Boah. 10 Millionen Jahren. Also eigentlich müsste das schon erwachsen rauskommen jetzt aus dem Ei. So ja, lange. Wenn das da schon im Prinzip 3 Wochen rumsitzt und darauf wartet, dass es einen Namen kriegt, dann ist das natürlich klar. Weiß nicht, braucht man Öl? Ich glaube, für spezielle Gerichte brauchst du auch Trüffelöl, ja. Nein, ich möchte nicht ins Bett gehen. Dann sollte man sich vielleicht... Ja, welches dann... Was treibt das Kind da unten? Ah, es ist Freitag, okay. Hast du das gesehen? Ja, das, guckt sich die Kisten an. Welche? Hey du, ich erledige heute einige Besorgungen. Ich werde an dich denken. Lass uns heute Abend im Salon etwas trinken gehen. Gast serviert Crumpleton Orange Hühnchen. Ja, okay. Also hier war noch kein Müll dabei. Da! Pitting! So, jetzt nur noch einmal. Ja, ich einen muss jetzt Müll abgeben. Einen Müll abgeben, genau. Und hier kann man doch mal. Wollte sowieso schon drauf mich setzen. Jetzt haben wir schon 800 Kaffee. 800 Kaffee. Dann kannst du mal sehen, wie viele Monster schon gefüllt Kaffee immer dabei haben. So. Pling. 500 Gold gibt's. Wow. Ja, das macht ja nichts. Und wahrscheinlich noch Freundschaft mit Linus oder mit so. Mit Linus, ja, wahrscheinlich, ja. Ah, das, guck mal, hier sitzt der da rum. Der kriegt jetzt wieder einen Mohnmuffin. Mohnmuffin? Der kriegt einen Mohnmuffin. Okay. Aber wenn ich von Krobus irgendwelche Sachen geschenkt bekomme oder Gerichte bekomme, dann kann ich die dann auch verteilen. So, dann gucken wir mal, wen wir sonst so finden. Ob hier vielleicht der ein oder andere oder die andere noch rumrennt. Den man irgendwelche Sachen an den Kopf schmeißen kann. Soll ich die Schweine rauslassen? Warum nicht? Weil die fressen sonst vielleicht das komplette Gras weg. Naja, mach doch. Ja, aber ich würde das gerne wachsen lassen. Aber die bringen halt Trüffel. Wie weit bin ich denn mit Clint? Ah, okay. Das habe ich auch schon, die 7 Herzchen und so weiter. Aber dann kann ich doch Clint einen Amethyst vorbeibringen. Ach, das ist ja aber auch der Gunther. Falsch. Ah, hallo, ich hab hier was für dich. Hier, da, warte mal.
Die Weintraube habe ich schon. Es ist Freitag. Im Gemeinschaftszentrum. Da war ich doch vorhin. Oder auf der Insel. Aber ich glaube, das. Ja. Da ist der Eingang. Also zum Kochen haben wir, glaube ich, genug Milch, oder? Ja. So mit Milch 367. Ja. Und Eier. Ja, die reichen auch. Ich denke mal, die Straußeneier, die würde ich in Mayonnaise. Ja. Und die normalen. Kann man ja dann zum. Ja. Genau. Braucht man Trüffel an sich zum Kochen? Nee, ne? Glaube nicht, aber ich bin mir da nicht sicher. So. Pimpetim. Deswegen sollte man da vielleicht. Ah, du hast jetzt dieses mit den Steinen. Ja. Ja, das kannst ja. Ja, wobei du kannst ja. Jetzt schließe ich deine Augen und atme langsam und tief ein, konzentriere dich auf deine Lungen. Visualisiere die reine Energie, die mit jedem Atemzug in deinem Körper fließt. Wenn du ausatmest, spüre, wie alle Spannungen und negative Energie abfließen und dich mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannen. Öffne jetzt dein Herz für die Schwingungsfrequenz deines Steins. Spürst du etwas? Ah, die. Sprechblasen sind nicht übersetzt, aber der Text an sich ist übersetzt. Sieht aus, als wären die Edelsteine gut genutzt worden. Das war das. So, dann gucken wir doch mal. Hier ist niemand. Die sind alle plötzlich verschwunden, weil die Emily war schon so unterwegs. Gucken wir doch mal. Was willst du denn? Was können wir denn Sam geben? Da, eine Ananas. Du hast das für mich besorgt? Danke. Okay, bitteschön. Kaktusfrucht. Ja, jetzt habe ich ihm ja schon was gegeben. War eigentlich. Ja, das hättest du mir ja. Ja, du hast das auch mitgekriegt beim letzten Mal, als ich dem Strohkopf das gegeben habe. Geht nach einem guten Tag zum Fischen aus, nicht? Und der mag gebratene, geröstete Haselnüsse. Kriegt er nicht, habe ich ja, nicht. Ja, und Sternfruchtmacher, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja. Kein Straußenfahren. Risotto. Kriegt er auch nicht. Ausfahren. Sonst irgendjemand hier? Und die Jodie mag ja Diamant. Da ist aber keiner da. Chilis habe ich auch keine dabei. Falsch. Tarnt. So, was machen denn unsere? Willi, ein Diamant für dich. Ist jetzt ein Mini entstanden oder nicht? Was will denn Elliot? Ja, Entenfedern. Also. Oder Granatapfel. Achso, habe ich oder was hat er denn? Denn ich hier auch irgendwo. Ah ja. Entweder Granate. Ja, dann. Ich denke mal, der hat noch irgendwas anderes. Ich glaube, Wein oder sowas. Aber den wirst du ja wahrscheinlich auch nicht dabei haben. Nope. Ich glaube, ich muss mal ins Gewächshaus und alles einsammeln, was da rumguckt.
Und dann kann ich die einfach so an alle verteilen. Ist ja egal, ob die die haben wollen oder nicht. Also, ob das jetzt besonders geliebte Geschenke sind oder ob das nur beliebte Sachen sind. Oh, Pam, warte mal, bevor du hier abdüst. Da gibt's noch eine... Nein, ich möchte die Kaktusfrosch nicht essen. Ich möchte aufs Pferd, danke. So, was habe ich denn jetzt hier alles noch? Ah, okay. Haben wir eigentlich auch Mayonnaise im Kochen? Ich glaube, die haben wir immer gleich verkauft. Ja, das bedeutet ja trotzdem nicht, dass wir sie nicht gebrauchen könnten zum Kochen. Ja, das mag wohl sein, ja. Weil wir uns ja auch nicht die Rezepte aufschreiben, meinst du? Diese eine Seite, die ich mir jetzt schon ein paar Mal angeguckt habe, besagt erstmal keine Mayonnaise, aber das bedeutet ja nicht, dass auf den 50 anderen nicht da Mayonnaise mit dabei sein kann, ja. Gut, dann weißt du was, dann hebe ich mal die 130 Mayonnaise auf. Die ich jetzt aus den Straußeneiern gemacht habe. Oh ja. Das habe ich jetzt übrigens immer noch nicht zum Nähen mal verwendet. Ja, man kommt aber auch irgendwie zu nichts, ne? Man ist einfach nur am Rumrennen. Ja. Und hat dann trotzdem immer das Gefühl, du hast nichts gemacht. Ja. Habe ich gegossen? Ja, wahrscheinlich, ne? Außerdem muss ich mir noch überlegen, wie wir diese Stelle verschieben. Dass der letzte da auch noch hingehört. Hinpasst, dann mache ich hier mal die Schilder trotzdem mal weg. Die muss ich ja sowieso da neu platzieren. Also einer muss hier noch rein. Und dann brauche ich dann wieder ein Silo. Soll ich dann... Weiß nicht. Willst du die Tür sozusagen auf die Seite verschieben und die Sachen dann wegmachen da? Genau. Dann kannst du die Sachen alle ein bisschen verschieben und dann kannst du vielleicht auf der anderen Seite auch ein bisschen verschieben, beziehungsweise... So, ja. So, genau. Und dann lasse ich den Zaun erstmal offen. Genau, du kannst ja dann... Um eins oder zwei kann man das bestimmt... ...darüber versetzen und auf der anderen Seite kannst du... Haben wir ja auch noch ein bisschen... Da hast du auch noch Platz. Aber wir müssen da ja Platz machen, damit man da überhaupt was hinmachen ja, kann. Ja, genau. Dann kannst du die... Dann lasse ich das erstmal so. Genau. Dann müssen wir bei Robin... Ja, das kann ich auch machen, ne? Du hast mir doch jetzt irgendwie... Ja, ja, du kannst Sachen verschieben. Kannst ja auch bauen. Vorher war es, du konntest nicht mal bauen. Ah, aber das mit den Kisten wird dann blöd. Naja, dann schiebt man die halt vielleicht auch alles um. Dann schließe ich alles hier reinpacken.
Dann sollte man... Wie viel Holz haben wir denn jetzt mittlerweile wieder? Ich irgendwie nochmal irgendwo Kisten... Meinst du, das würde sich irgendwie anbieten, dass man hier die Werkstatt mit reinpackt? Ich glaube, Werkstatt ist, glaube ich, besser, wenn die draußen steht. Dann die anderen Sachen, die man sammelt. Ja. Meinst du, das reicht vom Platz her? Kann man den nochmal vergrößern? Weiß ich nicht. Ausprobieren. Wenn du sowieso zu Robin willst. Dann kann ich erstmal gucken, ob ich den Stall vergrößern kann. Nicht den Stall, sondern den Schuppen. Ja. Na, vielleicht kann ich ja noch einen Schuppen aufbauen. Moin. Mich erstmal. So. Wirklich. Weil ich brauche ja den Platz auch für die Silos dann hinten dran. Ja. Ja, du bist ja ganz schön fleißig. Oh, Gunther, muss ich noch was abgeben, dann komme ich vielleicht auch noch auf das 7. Herzchen. Das wäre dann schon ganz praktisch. Kann ich dem noch irgendwie Kleinigkeiten verpassen? Ich denke, in unserer Artefaktkiste liegt noch Zeugs rum, was ich ihm geben kann. Irgendwie Zwergenhelme oder irgendwie sowas. Du kannst auch ein Dino-Ei. Dino-Eier haben wir genug, ne? Ja, musst du mal in der Kiste im Schuppen lang gucken. Ich glaube, die Dino-Eier nehmen wir nicht zum Kochen. Die können wir dann für Grund Post. Hi Sascha, danke, dass du mir geholfen hast, das Tal zu säubern. Die Gewässer sehen viel sauberer aus. Ich denke, jeder wird es zu schätzen wissen. Ich auf jeden Fall. Als Dankeschön wollte ich dir beibringen, wie du eine eigene Fasern anbauen kannst. Ich hoffe, es ist nützlich. Ah, Fasersaatgut. Heißt, wenn man dann die Fasern braucht für die... Rasen und so weiter. Gemischte Saat, Harz und Lehm. Haben wir alles. Drehe den Brief für Anweisungen zu einer super gesunden Mahlzeit um. Du wirst dich richtig energiegeladen fühlen. Man sieht sich, Emily. Salat! Sehr gut. Dann haben wir jetzt Salat. Das Rezept. Oder ich habe auch das Salatrezept. Das hast du bestimmt auch, weil das ist garantiert jetzt als Reaktion auf das nicht, mit den... Nicht als... Sondern weil du dann jetzt noch mehr Herzen gekriegt hast. Ach, die hat ja von mir was gekriegt, genau. Die hat ja... Ja, und durch die Aufgabe nehme ich mal an, dass man da auch Pluspunkte sammelt Pluspunkte oder so. Dann kriegt, genau. Aber ich denke mal, du hast jetzt ein Maß an Herzchen mit ihr. Ich glaube, 7 braucht man, um dann ein Gericht... Irgendwie mit 3... Mit 3 und 7. Glaube ich, mit 7, glaube ich. Ja. Bei manchen kriegst du erst ab 7 irgendwie. Mhm. So, nehme ich noch mal ein paar Sachen hier mit. Mein Chilis. Was haben wir denn noch? Trauben habe ich schon einstecken. Dann gucken wir doch mal, wen wir jetzt heute so treffen. Abigail wäre vielleicht auch mal noch eine Idee. Ah, halt! Nochmal zurück.
Wollte Gunther. Gunther! Aber was kann der über da raus? Ah, den versteinerten Schleim, aber den willst du bestimmt noch benutzen zum. Ja, Dino Ei. Also Dino Ei, die sind aber hier drin. Ah! Wo denn ich? Ah, das hört sich gut an. Das Wasser war noch nie sauberer. Ja, jetzt ist es wieder schmutzig. Und das gilt auch für mich. Ja, Freund. Wenn wir jetzt noch mehr Müll, dann wissen wir, dass in seinem Pelz das Müll sich ausgebreitet hat. Genau. Ah, ich wollte mal mit dir reden. Schuppen. Ah, man könnte aber trotzdem noch einen Schuppen bauen. Oh, warum? Aber so, jetzt gucken wir doch erstmal. Ja, das hat er besonders gern. Du kriegst ey. Ah, großartiges Geschenk. Das ist aber schön. So, Kent. So, wer rennt denn hier sonst so rum? Die Olivia? Oh nein. Ja, genau. Lass die Sachen doch einfach mal da stehen, wo es ist. Jetzt habe ich aber nichts fürs Silo. Ich meine, ja, genau, für ein neues. Ja, ich glaube, wir brauchen auch kein. Weil die sind ja eh alle beieinander. Die ja, teilen sich ja. Ich würde gerne für den da trotzdem eins haben. Ja, das haben wir ja alles sauber. Ja. Eins, zwei, drei, fünf. Prähistorischer Schädel. Okay. Also Linus hat schon zwei Sachen gekriegt diese Woche. Gut. So, dann gucken wir nach Gunther. Vielleicht laufe ich ja noch dem Vincent über den Weg. Beziehungsweise vielleicht auch der Abigail oder so. Oh nein! Lino, es will doch mal schneller. Oh. Oh, du bist Linus, stimmt's? Den kennt ja jeder. Der Victor. Ich hab Goss neulich 800 Gold-Trinkgeld gegeben. Hast du Hunger? Ich könnte dir was zum Mitnehmen. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Er hat erwähnt, dass die Kneipe finanziell nicht so gut läuft, weil manche Leute ihre Rechnungen nicht bezahlen. Okay, so, ja, jetzt kannst du dabei. Hast du Hunger? Ich könnte dir was zum Mittag machen. Wie wär's mit etwas Hüllenkarotten-Eintopf von gestern? Oder war der von letzter Woche? Das ist sehr nett, aber nein, danke. Ich hatte heute viel Glück beim Wühlen. Beim Wühlen. okay. Faro, du siehst aus, als wolltest du etwas sagen. Ja, ich hab zu tun. Ich bin nur froh, dass es Linus gut geht. Ich würde ihn gerne einladen, mit mir auf dem Hof zu leben. Ja, komm. Das ist sehr großzügig von dir. Was für eine tolle Idee. Ich kann dir ein ganz gemütliches Haus bauen, Linus. Dann hast du endlich fließendes Wasser, eine Heizung, ein Dach über den Kopf, so wie wir anderen auch. Wäre das nicht toll, Linus? Hm, Linus? Sag doch mal, Linus. Ich will nicht. Nein, danke. Was?
Oh, ich weiß dein Angebot zu schätzen, wirklich. Aber ich habe es dir ja schon mal gesagt. Ich habe nicht für dieses Leben. Ich habe mich für dieses Leben entschieden. Ich bin meistens gerne allein. Ich mag die Stille und mich im Rhythmus der Natur zu bewegen. Das Leben gefällt mir so, wie es ist. Nie würde ich etwas anderes wollen. Ja, das ist auch. Ich schätze, so habe ich das nie gesehen. Ja. Du fragst ihn ja auch nie. Caro, ich weiß unsere Freundschaft sehr zu schätzen. Und ich weiß, dass du das auch tust. Aber du musst mir nicht helfen. Ich weiß selber, wie ich mein Leben leben will, okay? Ja, ist ja gut. Siehst du das? Ich habe hier gerade einen dicken, fetten Furz in die Ecke gesetzt. Er steht noch nächste Woche hier. Das ist der süße Dorf von Reifenbär. Keiner da! Ich mehr. Du wunderst dich, warum hier keiner mehr ist, wenn der Linus hier aus dem Bild hüpft und hier vorher da, noch einen angeblichen bärenduftlichen Furz hingesetzt hat. Tja. Ich habe extra Sachen mitgenommen und nichts davon. Die Leute sind alle nicht zu finden. Wo soll er denn bitte noch einen Schuppen hinsetzen? Tja. Da oben vielleicht, hier. Oder habe ich das da schon mal probiert? Ah, ich gehe jetzt in die Höhle. Ich gucke jetzt auch, dass ich so ein paar Sachen mal noch getötet bekomme hier. Was brauche ich für den Schuppen? Ach, Mann. Ah, ja, genau. Dich zum Beispiel. Das weiß ich nicht. Du hättest alles dir eben merken können oder aufschreiben. Du warst doch dort. Komm her. Jetzt halt ein paar Tage kein Dingsbums. Ah, wie heißt Trüffel? Ja, das macht ja nichts. Wir haben ja erst Tag 6 im Sommer, also. Emma, hier machen wir dann. Ja, ich denke auch. Nach dem Tag ist dann. Ach ja, der Lili. Ein paar Schlangen habe ich und ja erledigt. Dann passt auch hier hinten dran noch einer hin. Rex. Schlange. Oh,
noch irgendwas? Aha, nee, okay. Das Loch. Ja. Kommt her, ihr Schlangen. Was ist das jetzt schon? Ja, dann. Seegurke war das jetzt. Tja, du. Ah, Loch. Weißt du was? Ich gehe mal nach 100. Gucken wir doch mal. Was haben wir denn da? Ah, noch ein Kristallarium. Was lasse ich denn dafür da? Fragmente. Oh, dann fahren wir wieder nach 20 zurück. Oder sowas, oder 30. Ist ja wurscht. Du musst nur gucken, dass du dann. Ja, ich denke, demnächst. Ah, da ist noch eine Schlange. Batsch. So. Guck mal, wir haben eine Zeitung geangelt. Jetzt, wo wir es nochmal brauchen, ne? Ich habe jetzt 40 Schattenessenzen zusammengesammelt. Nur für die paar Stunden, die ich da jetzt in der Höhle war. Ja, Müll sammle ich wieder. Für die nächsten. Ja, ja, genau. Wenn sowas nochmal kommen würde. Ja, was haben wir denn? Habe ich da? Oh ja, hier, hier und hier. So. Dann hier haben wir das und das. Hier haben wir Steine. Da haben wir noch die hier. Warte mal. Kristallarium, stellen wir. Wenn die jetzt langsam mal fertig. Heute nicht mehr. Entschuldigung. Oh. Du da jetzt da. In der Zeit hättest du jetzt auch ins Bett laufen können.
Eieieiei. Okay. Ja, aber dann war's das. Achso, das ist nicht Gewitter, ist nur ein Motorrad. Aber ich schätze nur den. Achso, du hast noch was. Ja, ich habe irgendwie ein paar Knochen und so weiter verkauft. Ja, das, wie gesagt, das war's für heute aus dem Stardew Valley. Nächste Woche geht's dann hier weiter. Wer genau wissen will, was und wann wir streamen, kann natürlich hier gerne auf twitch.tv/calibgoth sich unseren Streamplan anschauen. Wer mal was verpasst hat, brauche sich nicht ärgern, landet früher oder später eh alles auf YouTube, youtube.com/calibgoth. Und für alle weiteren Informationen empfiehlt es sich, zu einem noch auf Twitter zu folgen, @calibgoth, und am besten auch auf Mastodon, @calibgoth@kind.social. Ja. Und ja, das war's dann zumindest für heute. Wir hoffen, ihr habt noch eine tolle Woche. Bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.